Corinna, hey. Corinna ist schon da fürs nächste Block auf Beef Video. Wir warten jetzt noch kurz auf Wolfgang Müller. Wir sind hier heute mit Ehrengast unterwegs. Hallo ihr beiden. Wie Servus. Bestellt, ne? Hallo. Hallo Corinna. Hallo. Na? Hi. Das sieht ja super aus. Das habt ihr ja schon toll vorbereitet. Da brauche ich gar nichts mehr machen. Ein bisschen noch. Hast du Lust auf so einen Gin Tonic Bratwurst? Das Fleisch erstmal marinieren. Ich habe hier zum Beispiel Wacholder, der ist aus den Bergen, muss man riechen. Riechst du das? Das ist so. Das ist ein Wilder, der heißt aus Tirol, der wächst auf 2400 Meter. Der heißt Kranewit bei den Tirolern. Da kann einer schon mal das ein bisschen zerstampfen, wenn er will. Und wir nehmen hier schon mal unser Fleisch mit Salz und ein bisschen Zucker. Gehört immer so ein bisschen Majoran rein. Ein bisschen Kümmel, dann machen wir schwarzen Pfeffer rein. Dann habe ich hier ein Gewürz, das ist Kardamom, Koriander und Süßholz und ein bisschen Zimt. Muss man riechen, ist lecker. Riecht so ein bisschen wie, heißt das Quadripi von Ingo Holland? So ähnlich, ja. Da machen wir nur ganz wenig rein, weil sonst wird die Wurst zu extrem. Den geräucherten Paprika, Pimento della Verde. Und was ganz wichtig ist bei Würsten, ist Marzis. Kennt ihr das? Muskatblüte. Genau, die Muskatblüte. Die ist ja auch ganz toll. Die ist viel feiner wie die Muskatnuss. Und es gibt so einen richtigen Kick immer noch drauf. Den Wacholder, den kannst du da verteilen. Und jetzt die Frage, also ein bisschen schärfer das Ganze machen oder lassen wir es langweilig? Nein, langweilig ist nichts für Wacholder. Also ich habe hier Bullpulver. Und jetzt kommt natürlich das Wichtigste. Gin. Gin. Da bedanken wir uns beim Herr Reisebauer. Den machen wir auch hier rein. So. Dann könnt ihr mal richtig rummatschen. Yes! Sehr schön. Gut. Genau. Also meine Hand hier so. Genau. Und jetzt nehmen wir das, waschen die Hände und das kommt jetzt 2 Stunden ins Kühlschrank oder ins Kühlhaus und dann geht's weiter. So, schaut's. Das sieht gut aus. Jetzt ist 2 Stunden, hat es schön durchgezogen, weil jetzt sind die ganzen Gewürze da eingezogen. Ne? Und jetzt lassen wir das einfach mal hier durch. Und da könnt ihr natürlich auch, je feiner die Scheibe ist, ne, je grober, da könnt ihr spielen mit der Struktur von der Wurst. Wollt ihr ganz feine haben, wollt ihr ein bisschen gröbere haben. Ihr seht es dann am Schluss, wie sie euch gefällt. Ihr könnt es euch ja abwechseln. Okay, jetzt haben wir das Fleisch durchgelassen, habt ihr super gemacht. Und jetzt gehe ich hin und ich tue jetzt das mal richtig durchmengen. Und jetzt probieren wir natürlich mal. Alle probieren. Und keine Angst haben, weil Schweinefleisch drin ist. Weil Mette isst man ja auch. Salz rein. Dann eine Prise Zuckerloch. Gut, dann machen wir auf jeden Fall noch Marzis rein. Und ein bisschen Majoran. Und dann machst du mir von dem Pimento della Verde ab. Das war der? Musst du riech dran, dann siehst du es. Einmal ist Rosen und einmal ist geräuchert. Ist der geräuchert? Ich glaube wohl. Nein, das ist da. Sehr gut. Der hat auch so eine Paprikanote. Der ist geräuchert, oder? Nee. Doch. Wirklich. Der riecht nach Rose. Ist egal. Weißt du was, wir machen von beiden einen Löffel rein. So ganz, ganz gut. Genau. Dann würde ich sagen, holen wir die Wurstmaschine und dann füllen wir ab. Das Wichtigste ist, wenn man jetzt die Wurst da reinmacht, dass man so kleine Ballen macht. Und zwar, und die auch ein paar Mal zuerst mal knetet und die ein paar Mal in die Schüssel reinhaut. Weil sonst hat man noch zu viel Luft. Kommt das erste raus und dann nehmen wir unsere Därme, immer schön auswaschen, die sind ja gut gesalzen, die liegen in der Salzlake drin. Handwarm alles, ist wichtig. Die Oberfläche immer ruhig ein bisschen nass halten, das ist jetzt ein Schweinedünndarm, 28 cm. Dann machen wir einen Knoten rein. Und jetzt haben wir im Prinzip unsere Würste schon. Überall, wo man jetzt sieht, wo ein Luftlochchen drin ist. So, im Moment die erste Wurst so.
dreht sie nach vorne, ja, dann legt man sie hin, nimmt die zweite Wurst, die dreht man aber nicht ab, sondern die dritte Wurst. Dann ja. Hauen wir jetzt eine in die Pfanne, oder? Ja. So, jetzt können wir ein bisschen Power geben und dann schauen wir mal, was wir da gebaut haben. So, die sehen auch gut aus, oder? Auf jeden Fall. Ich finde super nach Wacholder. Aber auch nach Gin. Und natürlich trinkt man da noch einen Gin Tonic dazu. Ist ja, ja logisch. Passen, ne? Dass wir gerade noch die Gläser stehen haben. Genau. Also ich finde sie super. Ihr merkt jetzt das Salz. Es ist ein bisschen salzscharf. Aber das ist auch, wenn man die jetzt über Nacht ziehen lässt, dann zieht das auch mit rein. Ne? Aber wir wollten ja was schärfer, ne? Genau. Und eine schöne Schärfe hat es auch. Das, was das? Ja, das ist heute. Nach dem Motto. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Furchtbar, also vergesst das. Macht es nach, das hat sich gelohnt. Ich würde auch sagen, und bei Fragen einfach Sie anrufen, ne? Top, Dankeschön.